Hört endlich auf damit, das ist ja nicht zum Aushalten. Wenn ihr schon dazwischen plappern müsst, dann verratet mir lieber, wie ich nach Ferdok komme. Ignoriert dieses lästige Frettchen einfach. Auch wenn Drano in den Diebstahl verwickelt ist, glaube ich nicht, dass es seine Idee war. Bitte findet meinen Geliebten für mich. Als Gegenleistung werde ich euch helfen, nach Ferdok zu gelangen. Ich verstehe nicht ganz, wie soll eine Gauklerin dabei helfen können? Keine einfache Gauklerin, eine Gauklerkönigin. Eine Gauklerkönigin ohne Krone, hehe. Klappe, Hamlock. Nun gut, Salina, ich will euch helfen. Habt ihr denn eine Vermutung, wo sich Drano versteckt halten könnte? Sucht nach Onkel Börsenhauer, das ist ein alter Freund von Drano. Ich halte zwar nicht viel von ihm, aber vielleicht kann er euch mehr erzählen. Mich würde nicht wundern, wenn er diese Dieberei ausgeheckt hat. Also gut, wenn ich den Burschen gefunden habe, werden wir mehr wissen. Auf bald, Salina. Gut, neue Quest. Zeitquest. Gewinne Salina als Fürsprecherin. Die Gauklerkönigin Salina wird ihren Einfluss bei Zöllner Nandor geltend machen, sobald ich ihr aus ihrer Not geholfen habe. Ja. Da ist nichts Neues. Okay, und das Diadem. Findet Rano, also das Diadem. Die Gauklerkönigin Salina hat den Diebstahl eines wertvollen Familienerbstücks zu beklagen. Pikanterweise ist Drano ihr Geliebter unter den Verdächtigen. Ich habe mich bereit erklärt, ihr zu helfen. Sollte euch erfolgreich sein, wie sie mir helfen, an einen Passierschein nach Ferdok zu gelangen. Fede Drano, Salina hat mich gebeten, ihren Geliebten zu finden. Ob wirklich er hinter dem Diebstahl des Diadems steckt? Sucht Runkel Börsenhauer. Laut Salina könnte ein alter Freund Dranos wissen, wo sie sich versteckt halten könnte. Wenn es mir gelingt, ihn zu finden, würde ich mehr wissen. Mhm. Gut, hallo Katze. Das heißt, wir gehen wieder auf den Weg zurück. Und ja, da wir keine Naturkunde haben, können wir den Einbeerstrauch hier nicht aufsammeln. Dazu bräuchten wir erst jemand mit Naturkunde. Oh, und da ist auch schon Runkel. Hier sind auch noch zwei Soldaten. Nee, Söldner. Hoho, Wanderer. Hoho, Wanderer. Ihr seht aus wie Söldner. Wohin seid ihr unterwegs? Uschkaue gerade. Fragt Hügelbold, wenn ihr etwas wissen wollt. Mhm. Das ist er hier. Seid gegrüßt. Ihr seht so aus, als hättet ihr eine Frage. Ja, und ihr seht aus wie Söldner. Darf man fragen, wohin ihr unterwegs seid? Dürft ihr. Gundwein und ich haben schon viele Mal gemeinsam gekämpft. Nun folgen wir dem Ruf Ritter Trallheits vor den Silberfähen, den Orks in seinem Land ihren Übermut auszutreiben. Dann wünsche ich gutes Gelingen. Komm mit euch. Einen Moment noch. Habt ihr vielleicht Lust auf ein kleines Kämpfchen gegen mich und Gundwein? Ihr scherzt wohl. Wie soll ich alleine gegen euch beide bestehen? Nein, danke, aber ich würde gerne etwas von euch erlernen. Schwerter kosten 5 Dukaten. Okay. Und 5 Steigerungspunkte. Das ist ja noch verkraftbar. Und ja, den Grund für Schwerter. Okay. Du hast doch ein kleines Kämpfchen. Ihr scherzt, so soll ich alleine gegen euch bestehen. Nun, wenn ihr an euren Sieg glaubt, zweifelt doch hindern euch, eure vollen Kräfte zu entfalten. Seid ihr Söldner oder Philosoph? Wenn es euch gelingt, mich und meinem Freund Gundwein zu besiegen, soll mein Schwert euer sein. Nun, was sagt ihr? Ich muss leider ablehnen. Später vielleicht. Okay. Also ja, wir würden schon mal auch ein Schwert kriegen, was praktisch wäre. Aber alleine gegen einen ist, gegen beide ist übertrieben. Da bräuchten wir erstmal ein paar Leutchen. Was? Wer seid ihr in Fexens Namen? Und das hier ist Runkel Börsenhauer. Mein Name ist Brenno, ihr Sohn des Durin. Ich suche in Salinas Auftrag nach ihrem Geliebten. Seid ihr Runkel Börsenhauer? Was macht ihr hier? Versteckt ihr euch vor jemandem? Ich will weiter nach Ferdung, baue dazu 2 Leumdungszeugen. Könnt ihr mir helfen? Fragen wir mal das da erst. Würde ich gerne, aber ich kann euch leider nicht behilflich sein. Fex mit euch. Nur ein Fex mit euch. Was? Wer da? Ja... Was macht ihr hier? Versteckt ihr euch vor jemandem? Ich aber nicht, doch. Ich bin Naturkunde und halte nach goldenen Gänsen Ausschau. Aha, dann will ich euch nicht länger dabei stören. Auf bald. Was?
Wer da? Und jetzt fragen wir ihn einfach mal nach Salinas Geliebten. Was? Nein, ich meine, ja, aber mit dem Diebstahl des Diadems habe ich nichts zu tun. Glückwunsch, deine Helden haben soeben ihre ersten Abenteuerpunkte erhalten. Okay. Das mag stimmen, ansonsten hättet ihr euch schon lange aus dem Staub gemacht. Ich dachte nur, dass ihr vielleicht eine Idee habt, wo Drano zu finden sein könnte. Vielleicht, vorhin war ein merkwürdiger Kerl bei einer Tanzdarbietung Salinas. Er ließ die Frau nicht aus den Augen, aber als alle ihre Augen auf ihren hübschen Körper hatten, war sein Blick nur auf das Diadem gerichtet. Glaubt mir, den Blick kenne ich genau. Sicherlich eine merkwürdige Angelegenheit, aber wie soll uns das bei der Suche nach Drano helfen? Meint ihr, der mysteriöse Fremde steckt hinter dem Diebstahl? Nicht unbedingt, aber er sprach nach der Vorstellung mit Drano und es sah für mich aus, als ob er ihm gedroht hat. Drano ist ein ehrbarer Schurke, er würde seine Geliebte niemals bestehlen. Ich denke, Drano es war, hat der Fremde gewiss damit zu tun. Was meint ihr, wo könnte Drano jetzt sein? Der Fremde steckt mit dieser Mörderbande unter einer Decke. Findet diese Verhandlung und ihr findet Drano. Verlasst euch drauf. Wo aber die Kerle ihr Versteck haben könnten, das solltet ihr den Wirf vom scharfen Schwert fragen. Er kennt sich in dieser Gegend aus wie kein anderer. Vielleicht hat er eine Idee. Hoffentlich findet ihr den Burschen. Durch die Verdächtigung Salinas kann ich keinen Schritt tun, ohne dass ich von den Wachen, den Leuten ja argwöhnisch beäugt werde. Ohne jemand, der sich hier frei bewegen kann, ist unser Auftrag wohl gescheitert. Ja, was sie mit Drano hier vorhatte, will ich im Moment gar nicht wissen. Ich werde erstmal mit dem Wirt des scharfen Schwertes wegen der möglichen Verstecke im Dunkelwald sprechen. Auftrag, was für ein Auftrag? Warum verplappere ich mich bloß immer da bei solchen Dingen? Ach, sei es drum. Ich und Drano wollten der Diebesgilde im Ferdok beitreten. Es geht um eine Art Aufnahmeprüfung. Deswegen sind wir eigentlich hier. Ich verstehe, vielleicht kann ich euch ja helfen. Was genau ist das für eine Aufgabe? Das würdet ihr wirklich tun? Also gut, hört zu. Es sind insgesamt drei Aufgaben, doch ihr müsst über besondere Fingergeschick verfügen, das ich nicht habe. Deshalb bin ich mit Drano hierher gekommen, denn er ist der geborene Langfinger. Das sollte kein Problem darstellen. Was muss ich tun? Das muss ich mir nochmal genauer durch den Kopf gehen lassen. Nehmen wir mal die 1. Wunderbar, nun zu den Aufgaben. Es sind wie gesagt derer drei, aber kennt euch nur die erste. Sie wird uns zu den folgenden beiden führen. Sie lautet, finde die Truhe beim Avernschrein und bemächtige dich ihres Inhaltes. Ich habe noch ein paar Fragen. Frag nur, ich habe Zeit. Erzähl mir noch einmal von diesem Fremden. Ein unheimlicher Kerl war das. Der ist bestimmt gefährlich, sonst hätte Drano sie so reagiert. Nehmt euch also vor ihm in Acht. Ich habe noch mehr Fragen. Wer könnte wissen, wo die Bande von Halbschabschneidern sich versteckt? Nun, da kenne ich nur einen. Der wird der Taverne zum scharfen Schwert in Avens treu. Er kennt sich am besten in dieser Gegend aus. Okay. Und erzählt mir nochmal von der ersten Aufgabe. Ja, die Truhe beim Avischrein. Gut, danke. Fex mit euch. So, wir haben Punkte erhalten. 10, das würde reichen, um Schwerter zu lernen. Für was wir aber allerdings mehr Dukaten bräuchten. Ja. Das Blöde ist, es gibt, glaube ich, keine falsche Taste. Zum Waffe wegstecken. Kampftaktik. Links drehen, rechts drehen, Quickslots. Leertaste. Karte, Weltkarte, Minimap, Kartenzoom. Kampftaktik, Konsole. Ja, machen wir hier am besten mal einen Quick Save. J ist Kampftaktik. Aggressiv, def. Ach so, das da oben, ja. Ja, bei defensiv bleiben die rennen die Leute nicht auf den nächsten Gegner zu, sobald sie einen besiegt haben, sondern warten auf Befehle erst. Und ja, was haben wir hier? Sprich mit dem Wirt. Runkel befürchtet, dass Drano sich auf der Seite hier marodierender Mordbubenbande geschlagen haben könnte. Er deutete an, dass der Wirt des hiesigen Wirtshauses vielleicht etwas über deren Unterschlupf wissen könnte. Runkel, Börsenhauer und Drano waren ursprünglich wegen einer Aufnahmeprüfung vom Ferdoks Gildesdiebe in Avestreu. Aufgrund vorher unvorhergesehenen Ereignissen steht nun das Bestehen der Prüfung auf dem Spiel. Ich habe mich ja bereit erklärt, ihnen einen Weg unter die Arme zu greifen.
Löse die erste Aufgabe. Meine erste Aufgabe, die mich auf Fexens Pfade führt, lautet: Finde die Truhe beim Arbeitsschrei und bemächtige dich ihres Inhaltes. Ich frage mich, was ich hier in der Truhe finden werde. Finde und öffne die Truhe. Ich soll die Truhe am Arbeitsschrei ausfindig machen und öffnen. Das klingt noch relativ einfach. Wir müssen nur den Schrein finden. Und hier ist eine Diebeskiste. Ach, das ist der Arbeitsschrein schon hier. Wir kommen aber nicht hier hoch. Wir müssen schon außen rum gehen. Hier im Schrein ist eine Truhe. Okay, wir bestehlen nicht den Schrein. Was kann ich für euch tun? Pereingeweihter, was kann ich für euch tun? Ja. Welche Fähigkeiten kann ich bei euch erlernen? Seht selbst. Ah, Gift wäre nicht schlecht, aber das übernimmt dann jemand anders für euch. Ich würde gerne sehen, was ihr anzubieten habt. Wundverbände, also... Ja. Zwei Heler kostet der Verband und wir haben fünf Verbände. Wundpulver. Gibt eine LP-Regeneration. Also LP-Regeneration plus 1 für 10 Minuten. Und das ist Heilsalbe, was Wunden heilen besser macht. Gut. Und wir sollten diese Kiste hier knacken. Ja, was wir nicht hinkriegen werden, weil wir kein Schlösserknacken haben. Was wir machen können, ist auf Holzfässer eindreschen. Die stehen einfach so in der Gegend rum, also hauen wir sie. Alles, was wir verkaufen können, das nutzen wir. Bredo Bento, den kennen wir, glaube ich, auch aus. Einen schönen Tag wünsche ich. Ja, kann ich irgendwie behilflich sein? Das ist ein fahrender Händler, den wir auch aus am Fluss der Zeit kennen. Ich weiß nur gerade nicht, woher. Seid gegrüßt, könntet ihr mir einige Fragen beantworten? Nur nicht so förmlich, ich bin einfacher Krambeutel, das höfische Geschwätz liegt mir nicht so. Krambold? Da fliegt eine seltsame Profession. Kannst du ruhig Bredo zu mir sagen? Nun ja, ich bin halt ein Krambold oder Kippenkerl, ganz so wie du mich nennen willst. Ich wandere von Ortschaft zu Ortschaft und verkaufe, was ich so habe. Sehr interessant, Bredo. Ich heiße Brenno, ihr Sohn des Durin. Womit handelst du? Und mit allem, was die Region zu bieten hat und auch Kram von anderswo hat mich schon in meine Kiepe gemogelt. Kiepe? Was bei Hesebinde ist denn eine Kiepe? Das Ding auf seinem Rücken. Na, das Holzgestell mit dem Beutel auf meinem Buckel, das ist eine Kiepe. Da drin ist der Kram, den ich verkaufe. Ich komme so an die Örtchen, die du mit einem Wagen gar nicht aufsuchen kannst. Das hört sich spannend an. Erzähl mir doch bitte mehr. Ich erzähle dir die Geschichte vom alten Wilbur Sumpflock. Da weißt du am besten, wie wir Kiepenbolde so sind. Ich bin ganz so. Der alte Sumpfflock saß einmal am Wegesrand, den Rücken am Stamm einer alten Rotbuche gelehnt. Die schöne Kiepe neben sich ein Pfeifchen schmauchend und von seiner Wanderschaft ausruhend. Da kam ein Wagen herangerasselt und auf dem saß ein Krämer mit breitem Hute, doch kümmerlichem Barte. Ja, du hast einen kleinen Hut und einen großen Bart, ja. Die Sorte Händler kenne ich gut, aber weiter, Bredo. Geht dort entlang in Greunhag, fragte der Krämer Wilbur Marsin. Und sein Gefährt mit einem langen Blick und schüttelte schließlich den Kopf. Der Krämer stutzte, wendete aber dann seinen Wagen und fuhr zurück zum letzten Kreuzweg. Dort traf er ein altes Mütterchen. Gute Frau, sprach der Krämer, welches ist der Weg nach Greunhag? Und war es derselbe Weg, den das Mütterchen mir nannte?
Nun, da wies ihm die Alte just den Weg, den er soeben gekommen war. Seid ihr euch ganz sicher? Fragte der Krämer. Doch das Mütterchen schaute aus ihrem runzelnden Gesicht an und krächzte mit beinahe zahnlosem Mund. Gewiss doch, 77 Jahre lebe ich hier, 76 Jahre lebe ich hier und immer ging es dann nach Grönhag und so wird es auch 100 Jahre noch sein. Der alte Sumpfflug ist wohl ein tüchtiger Geschäftsmann gewesen, den Händler in die falsche Richtung zu schicken. Wartet's ab. Da wendet der Krämer nämlich abermals den Wagen und fuhr den Weg wieder hinauf. Voller Stolz, dem guten Kerl nicht auf den Leim gegangen zu sein. Als er im Bulbo vorbeifuhr, rief er: Du hast mich vom rechten Weg verwiesen, aber hier geht's doch nach Grönhag. Und er ließ die Peitsche knallen, dass die beiden Zwergenpolli strammer anzogen. Erzähl weiter, Breno. Nach einer Weile gelangte der Krämer an einen Klamm, zu steil und schmal für seinen Wagen. Er stieb vom Bock und fluchte gar. Da kam just Wilbo des Wegs, und als er zu Fuße den steilen Pfad betrat, dann konnte er sich's nicht verkneifen. Wenn ich sage, es geht hier nicht nach Grönhag, dann habe ich für euch mitgedacht, sprach er und gefahren seine Wege. Eine vortreffliche Geschichte, Bredo. Wenn du ein Kerl wie Wilbur bist, dann wird es mir eine Ehre sein, mit dir Geschäfte zu machen. Bah, wie schön ist es, einen Zuhörer mit Geduld zu finden.